mein Name ist Daniele Ganser. Es ist unüblich für Historiker über ein Phänomen zu sprechen, das gerade jetzt passiert. Okay. Also eigentlich würde ich gerne nicht über Corona sprechen, sondern 2, 3, 4, 5 Jahre warten. Das wäre das normale Verhalten und es ist wie eine Regel, die ich mir selber gesetzt habe. Und jetzt habe ich so viele Anfragen bekommen, dass ich doch bitte eine Einschätzung geben möge, dass ich jetzt diese Regel breche. Okay. Das heißt, ich spreche über etwas, was wir gar noch nicht begreifen. Es ist immer ein bisschen heikel, vor allem weil das Thema Corona auch sehr polarisiert, das geht in alle Richtungen. Das heißt, das sind einfach vorläufige Beobachtungen. Ich kann es nicht anders nennen als das. Weil irgendwann in 3, 4 Jahren mache ich sicher einen Vortrag zu Corona und der sollte dann besser sein. Also der sollte richtig durchdrungen sein. Wissen Sie, so wie etwas, das sich setzen muss, wo man das versteht. Im Moment sind wir alle in großer Aufregung und verstehen nicht viel. Okay? Das ist wie ein Wasserglas und der Sand ist aufgewirbelt. Der muss sich zuerst setzen. Ich mache es aber trotzdem, weil ich möchte Ihnen einige Beobachtungen mitgeben, ich möchte die mit Ihnen teilen und zwar ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Anspruch, dass das jetzt, was ich sage, richtig ist. Okay, sonst einfach, ich gebe Ihnen das mit und Sie machen damit, was Sie wollen. Es ist 11. September 2020 hier in Düsseldorf, also wir sind mittendrin, eigentlich nicht das Territorium für die Historiker, aber trotzdem, weil so viel gefragt wurde, ich habe immer per Mail zurückgeschrieben, ich äußere mich nicht, ich äußere mich nicht. Und heute habe ich gedacht, komm, sag doch 2, 3 Dinge und sag einfach, dass du auch nicht genau weißt, was passiert. Also das ist halt am wichtigsten, dass man das selber auch transparent macht, dass man im Moment nicht genau weiß, was passiert. Es sind nur 5 Punkte. Die erste Frage, sind die USA am schwersten betroffen? Sie haben ja immer wieder diese Zahlen gesehen, mehr als 150.000 Corona-Tote in den USA. Das ist eine Schlagzeile, die Runden gemacht hat. Das ist jetzt Tagesschau, 30. Juli. Und dann steht dann, die USA kriegen die Corona-Krise im Land nicht unter Kontrolle. Die Infektionszahlen steigen auf ein Rekordhoch. Nirgendwo auf der Welt gibt es mehr Virustote. Jetzt die Frage, die ich dann bekomme, stimmt das? Und die Antwort ist ja und nein. Und das ist schwierig für den Kopf, ja, was jetzt? Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja. Es ist so, wenn Sie die absoluten Zahlen haben, ja, wenn Sie die relativen Zahlen haben, nein. Ich möchte Ihnen das kurz erklären. Absolute Zahlen heißt, Sie nehmen alle 193 Länder der Welt und Sie nehmen einfach pro Land die Todeszahlen, die vermeldet wurden. Und dann haben Sie jetzt, im Moment sind wir bei 183.000 Toten in den USA, und dann kann man sagen, ja, absolute Zahlen ist USA vor Brasilien, Indien, Mexiko und Vereinigtes Königreich. Das sind jetzt die Zahlen vom 1. September, das heißt vor 10 Tagen. Und das ändert die ganze Zeit. Darum ist es auch schwierig, darüber zu sprechen. Aber wir werden dadurch eigentlich ein bisschen verwirrt, weil Sie können nicht ein großes Land mit einem kleinen Land vergleichen, sondern wenn Sie ehrlich sind mit sich selber, müssten Sie die Zahlen immer auf die Bevölkerung runterbrechen und sagen, wie viele Tote auf 1 Million oder auf 100.000. Das hat Sucharit Bhakti gut erklärt, den ich sehr gut finde, den kann ich Ihnen sehr empfehlen, dass Sie dem zuhören. Er sagt, von Anfang an wurde durch das vereinte Wirken von Politik und Medien ein verzerrtes und irreführendes Bild verbreitet, das teile ich, diese Einschätzung, das Land mit der höchsten Anzahl an Todesfällen weltweit, und zwar jetzt pro 100.000 Einwohner, ist nicht die USA, sondern Belgien. Und das hat er in diesem Buch Corona-Fehlalarm gebracht, das ist also jetzt auf dem Buchhandel erhältlich. Und ich habe das natürlich geprüft. Sehen Sie, die USA, das sind jetzt Zahlen vom 16. August, ich gehe da in die Datenbank der World Health Organization und da haben Sie Cumulative Death per 1 Million und dann sehen Sie USA 500, Belgien 800. Okay. Das heißt, dann müsste man ja über Belgien sprechen, aber über Belgien spricht man nicht. Okay. Und was ich auch interessant fand, in China haben die totalen Todeszahlen bei 4.000, 5.000 eingefroren. Es ist einfach bei 5.000 fertig und weil das ja mehr als 1 Milliarde Menschen in China sind, gibt es dann 3 auf 1 Million gerechnet. Und da möchte ich Ihnen etwas erklären. Das menschliche Gehirn glaubt immer, wenn es eine Zahl sieht, dass es auf solidem Boden steht. Warum? Weil wir kennen unser Geburtsdatum, okay? Da wissen, ich bin jetzt 48 Jahre alt, das ist eine solide Information. Zweitens wissen wir, wie viele Kinder wir haben, in der Regel. Oder, ja,
Also es sind so, man hält sich oder man weiß die Hausnummer oder die Telefonnummer und das sind so Facts, oder? Und dann denken wir, bei Corona ist das auch so, die haben jetzt das genau gezählt und jetzt haben wir Facts. Aber wenn Sie das anschauen, dann muss ich einfach sagen, dass China bei 4.000, 5.000 aufhört zu zählen, heißt für mich, da ist eine gewisse Willkür drin. Ja? Weil die Zahlen werden von den einzelnen Staaten einfach der WHO gemeldet. Und auch wenn man die Zahlen anschaut, Belgien im Vergleich mit den USA, ja, dann ist eigentlich Belgien das am schwersten betroffene Land. Und dann habe ich mich gefragt, ja, also gut, und wie ist es denn jetzt mit China? Wie sieht es dort im Moment aus? So, ein aktuelles Bild aus Wuhan wurde bei der ARD gezeigt in der Sendung Maischberg am 26. August. Und da möchte ich nur sagen, auch diese Bilder, man muss das prüfen. Die Bildredaktion von Maischberg muss das prüfen. Ich habe es jetzt von dort übernommen. Ich bin nicht nach Wuhan gefahren. Aber ich traue den Medien nur noch sehr wenig. Das heißt eigentlich, ja. Aber das ist schon ein krasses Bild. Ich nehme mal an, die Bildredaktion hat das geprüft. Ja. Ist eindeutig nicht in Schweden. Aber damit möchte ich Ihnen nur sagen, es ist sehr einfach am Anfang und wenn man genauer hinschaut, wird es komplizierter. Sehen Sie das? Das wollte ich Ihnen erklären. Okay. Zweiter Punkt. Was bewirken Bilder? Sie müssen verstehen, der Mensch hält sich immer sehr für rational und aufgeklärt. Die Werbung weiß, dass das nicht stimmt. Der Mensch ist sehr gefühlsmäßig unterwegs. Das heißt, wenn Sie eine Autowerbung sehen, dann passen Sie mal auf. Die Autos fahren doch immer so eine Küstenstraße ohne Gegenverkehr in der Abendsonne. Oder von mir aus ein Salzsee, wo niemand ist. Und der normale Mensch denkt dann, die Karre muss ich haben. Weil das Gefühl ist ein Gefühl von Freiheit. Alles mal hinter mir lassen, mal weg hier. Das Gefühl hat ja jeder. Jeder will mal weg, einfach ah, weg hier. Und das wird angezapft von der Werbung. Dann kaufen Sie das Auto und danach stehen Sie im Stau. Und ja, das ist, wir sind nicht rational. Und diese Grundeinsicht muss man haben, man muss das beobachten. Werbung ist immer emotional. Es gibt diese Werbung, vielleicht kennen Sie die, für die Apple-Kopfhörer ohne Kabel. Die lief um Weihnachtszeit, weil Apple verkauft vor allem vor Weihnachten viel von den Smartphones und Zubehören. Und dann ist so eine Frau natürlich, eine schöne Frau, die läuft so durch New York, Schnee kommt und sie hört sich ihren Sound an und tanzt so, weil sie hat ihre Lieblingsmusik an. Und dann stößt sie, rempelt so zufällig einen Mann an, schöner Mann, und so, oh, sorry, und er, hä? Und sie, Musik, willst du hören? Hat ja kein Kabel dran, also geht das, zack, er hört es auch, sie tanzen zusammen. Eine Liebesgeschichte, perfekt. Was macht das Gehirn draus? Es denkt, ich brauche das iPhone. Dann kaufen sie es, rempeln jemand an und der sagt, kannst nicht aufpassen. Also die Realität und die Bilder haben nichts miteinander zu tun, aber es funktioniert trotzdem. Okay? Die Werbeindustrie gibt das nicht aus, weil sie denkt, ja, es wird wohl nicht funktionieren, sondern es funktioniert, weil wir so sind. Wir sind über Bilder gesteuerte Wesen, die sich Zahlen schlecht merken können, aber über Bilder Emotionen produzieren. Und das kann man jetzt auch während Corona anschauen. Dieses Bild ist zirkuliert auf Facebook und zwar am 18. März. März war gerade diese Zeit, März 2020, da wusste niemand so richtig, ist das jetzt gefährlich, ist das nicht gefährlich. Und da hat jemand dieses Bild gepostet. Vielleicht ist das ein Grund, dass alle mal zu Hause bleiben. So schaut es in Italien aus, sagt diese Facebook-Nutzerin oder dieser Facebook-Nutzer. Und dann die anderen kommentieren, oh Mann, so schlimm. Oder mein Beileid den Familien, die ihre Lieben verloren haben. Man geht davon aus, dass in diesen Särgen Menschen sind. Und das stimmt. Dann geht man aber auch davon aus, und das macht das Gehirn automatisch, dass das Corona-Tote sind. Und das stimmt nicht. Weil das Bild stammt überhaupt nicht aus dem Jahr 2020, sondern aus dem Jahre 2013. Es hat überhaupt nichts mit Corona zu tun. Es wurde am 16. Oktober 2013 vom Guardian publiziert, eine englische Zeitung. Es zeigt einen Hangar im Flughafen von Lampedusa und in den Särgen liegen, Achtung, afrikanische Flüchtlinge.
die in einem völlig überladenen Schiff untergingen, mehr als 300 ertranken. Also, die Toten sind echt, aber es sind keine Corona-Toten. Das Datum ist falsch, der Ort ist richtig. Und das ist halt die Arbeit von uns Historikern. Wir müssen das immer genau anschauen. Aber der emotionale Effekt beim Zuschauer ist maximal. Also, wie machen wir denn das? Ich bekomme das und dann schaue ich dir hier die Hangartür an und hier dieses Zeugs, das da noch rumsteht. Und dann vergleiche ich das Bild und sehe, okay, Hangartür, ja, passt. Und das Zeugs, überhaupt das so anzuordnen, die Wahrscheinlichkeit ist null. Null, dass das ein aktuelles Bild ist, wenn es schon 2013 publiziert wurde. Und dann gehe ich natürlich auf die Guardian-Seite, schaue mir den Text vom 2013 an und jetzt bin ich sicher. Ich sage, das Bild ist von 2013. Aber auf Facebook haben sie das so schnell, gleichzeitig hören sie, in Italien sterben alle und dann zack, schickt man das weiter. Und das ist eigentlich das Problem, dass wir sehr stark über Bilder gesteuert werden und das Hirn eigentlich dann nicht in einen kritischen Modus reingeht. Es ist jetzt nicht nur auf Facebook so, sondern auch Fox News hat zum Beispiel Bildkombinationen mit Zahlen, die eine Verzerrung liefern. Und zwar Fox News gehört ja Murdoch, Milliardär, wie Sie wissen, und es berichtet über Zahlen von den positiv Getesteten und hier heißt es Coronavirus Pandemic, also Pandemie Corona, USA Welt und dann confirmed 639.000, okay, das 17. April, Tote 30.000. Jetzt, wenn man so genaue Zahlen hat, 639.664, denkt das Gehirn, da wird ganz genau gearbeitet. Ist aber nicht so. Sondern das sind Menschen mit einem positiven Corona-Test. Wenn Sie aber sich ein bisschen ins Thema einarbeiten, werden Sie wissen, nicht alle, die positiv auf Corona getestet sind, müssen in die Intensivstation. Auch nicht die Hälfte, ja. Sondern die allermeisten müssen überhaupt nicht auf die Intensivstation, die positiv getestet werden. Ein kleiner Teil. Aber das Verhältnis im Gehirn ist so, dass man denkt, wenn ich positiv bin, bin ich in der Intensivstation. Aber das läuft unbewusst. In der Schweiz gibt es Blick TV, da kam am 27. August, also vor zwei Wochen, 361 neue Corona-Fälle und dahinter wieder ein Bild von der Intensivstation. Das ist Irreführung, weil der normale Schweizer denkt dann 361 neue Corona-Fälle auf der Intensivstation. Und zwar denkt er das nicht aktiv, sondern das läuft über die Bildsprache. Aber es ist eben nicht so, dass diejenigen, die getestet wurden, krank sind. Es gibt natürlich solche, die krank sind, die gibt es auch. Aber hier geht es um die Mengenlehre. Welche Menge ist positiv, aber gesund? Welche Menge ist positiv und krank? Und welche Menge ist in der Intensivstation? Also das sind verschiedene Schnittmengen. Können Sie aber schlecht auseinanderhalten, wenn Sie das so serviert bekommen. Das finde ich keine gute Kommunikation, man sollte es auseinanderhalten. Gerd Bosbach hat das gut analysiert, er hat dann gesagt, es wird auch viel mehr getestet, sein Buch Lügen mit Zahlen ist schon älter. Er sagt, mit der Verdreifachung der Tests ergab sich auch etwas mehr als eine Verdreifachung der positiv Getesteten. Das heißt, wenn Sie die Tests ausweiten, haben Sie mehr positiv Getestete. Und diese Verdreifachung wurde den Fernsehzuschauern als Verdreifachung der Erkrankten vorgeführt. Das heißt, positiv getestet und erkrankt wird vermischt. Und dann mit einem solchen Bild unterlegt. Aber die meisten positiv Getesteten sind gar nicht krank. Das ist die Schwierigkeit. Da werden wir sicher, ich habe gesagt, das ist eine vorläufige Analyse, aber auf diese Punkte werden wir in den nächsten Jahren sehr genau eingehen müssen. Weil zuerst haben wir das Gefühl, alles klar, und plötzlich geht man nahe hin und merkt, nein, nicht alles klar. Ich kann einfach die Schweizer Situation zeigen, die positiv Getesteten Fälle haben zugenommen, das ist jetzt Zahlen vom 1. September 2020. Hier im März hatten wir richtig viele, dann ging das runter und jetzt hat es zugenommen, weil wir auch mehr testen. Aber die Toten nehmen nicht zu. Und es wird einen Riesenunterschied machen, ob wir in Deutschland oder der Schweiz über die positiv Getesteten sprechen oder über die Toten. Oder ein weiterer Punkt, über die Hospitalisierten. Weil eigentlich müsste man darüber sprechen, wie stark ausgelastet sind die Spitäler. Weil das war im März die Ansage, dass man die nicht überlasten will. Und jetzt müsste man sagen, in den Spitälern gibt es im Moment keine Überlastung.
Aber die Medien hätten gerne eine Zahl, die sich nach oben bewegt, also bringen sie die Zahl der positiv Getesteten. Ich finde das nicht gut. Eigentlich sollte man die Toten bringen und die Auslastung der Spitäler. Das ist wie Sie haben ein Flugzeug mit drei Anzeichen. Tote, Auslastung Spitäler, positiv Getestete. Und im Moment laufen in den Medien nur die positiv Getesteten. Über die anderen hören Sie wenig. Das sind aber die wichtigeren. Ja. Die Bild-Zeitung, die ich eigentlich gar nicht mag, hat jetzt am 8. September, ja, hat sie geschrieben, einfach, ich möchte nur sagen, das ist öffentlich bekannt, oder in Deutschland sinkt die Anzahl der Corona-Todesfälle stark und das ist eine gute Nachricht, wir sollten uns daran auch freuen, oder? Da können wir wieder lernen, Angst abzubauen, es geht auch darum, Angst wieder abzubauen, weil eine Angst, die sich im März aufbaut und dann entkoppelt, die bekommen Sie nicht mit Zahlen einfach weg, sondern die müssen Sie selber in sich abbauen und sich überlegen, okay, wie sieht es denn aus? Und die Aussage ist diese, 8. September, das ist jetzt vor drei Tagen, ich sage immer, das ist vorläufig, wir können gerne in einem Jahr oder zwei Jahren wieder darüber sprechen, aber im Moment heißt es, seit Monaten sind die Todesfälle auf extrem niedrigem Niveau. Und das ist eine gute Nachricht, verstehen Sie, das sollte Sie entspannen. Das sollte mich entspannen, alle entspannen. Das ist eine gute Nachricht. Das ist nicht so, was, die Todesfälle sind auf tiefem Niveau, das ist ja aber auch das ist schlecht. Nein, das ist gut. Das ist das, was wir wollen. Seit Anfang Juli hat das RKI, das Robert-Koch-Institut, in keiner Woche mehr als 50 Corona-Tote vermeldet. Zuletzt waren es zwischen 20 und 30 pro Woche. Und wenn Sie das anschauen, korreliert das natürlich mit der Auslastung der Intensivbetten. Also blau, Spital, belegte Intensivbetten ging runter und schwarz, Todesfälle ging runter. Das ist jetzt hier Juli, August, wir sind jetzt im September. Wir sind zum Glück tief. Wir sind zum Glück tief und diese Zahlen müssen kommuniziert werden. Todesfälle tief, Spitäler tief, positiv getestete hoch, okay, ja, aber das hängt von der Anzahl Tests ab. Es gab auf Facebook Zensur, das bedauere ich, also es gab Videos von Sucharit Bhakti, die gelöscht wurden und auch in den USA hat Mark Zuckerberg, er ist eben der Milliardär, oder? Er hat im Mai 2020 Facebook-Gruppen gelöscht, zum Beispiel eine Michiganders against excessive quarantine, also Menschen in Michigan, das ist ein US-Bundesstaat, es gibt 50 Bundesstaaten in den USA, die sich gegen die Quarantänemaßnahme organisiert haben, 83.000 Leute. Die wurde gelöscht und dann gab es eine andere, Stand Up Michigan, flog auch aus dem Netz. Und das dürfen wir nicht haben. Okay? Es muss die Möglichkeit sein, auch jetzt, wo viele Unsicherheit ist, alles zu hören. Alles hören, das Beste behalten und nicht, dass jemand sagt, das dürft ihr nicht hören. Wir müssen alles hören. Auch YouTube hat zensuriert, dass der Milliardär Larry Page entfernte im April, das ist auch wieder diese wichtige Zeit, April 2020, Ärzte, die den Lockdown bezweifelten. Und das finde ich falsch, weil ich bin zum Beispiel Historiker, ich bin nicht Arzt. Ich muss alle Stimmen hören und über YouTube kann ich das. Also ich habe mir viel angehört von Sucharit Bhakti, ich habe Hendrik Streeck gehört und so. Man muss die Experten hören, die wissen viel mehr als die Politiker. Ja? Die können das genau erklären und da muss man in die Materie eintauchen, wenn man Lust hat. Man muss überhaupt nicht, aber einfach, wenn man versuchen will, das zu verstehen. Und die haben sogar den Chef-Epidemiologen der Rockefeller University entfernt. Der hat aber 1,5 Millionen Views auf seinem Vortrag. Also, was bewirken Bilder? Zusammengefasst, Bilder können eine Angst erzeugen, auch wenn die Daten diese Angst eigentlich gar nicht mehr untermauern. Sie müssen sich das so vorstellen. Ich bin schon so lange an Propagandaforschung, dass ich Ihnen sagen kann, wenn man 6 Monate lang, jetzt sind wir schon 6 Monate in diesem Informationsumfeld, über die Verkehrstoten berichtet hätte, mit Bildern von den Schwerverletzten, mit den Toten, mit Schlagzeilen, Sandra, Klammer auf, 6 Jahre, auf Fußgängerstreifen überfahren oder Kurt, 68, bei Frontalzusammenstoß getötet und das 6 Monate lang, dann können Sie sicher sein, es kämen Forderungen, dass die Höchstgeschwindigkeit 20 Stundenkilometer auch auf Autobahn betragen muss. Einfach, weil, ja, es ist so. Wenn man eine Gruppe von Toten rausgreift und über die intensiv berichtet, erzeugt das etwas. Es erzeugt, Sie können das auch mit Badeunfällen machen. Weil es gibt Tote im Verkehr, es gibt Tote bei Corona, es gibt Tote beim Baden.
Aber wenn sie das 6 Monate durch die Bevölkerung durchjagen, geht niemand mehr baden. Und wenn jemand baden geht, wird man sagen, bist du lebensmüde? Aber das ist natürlich, diese Überlegung muss man sich selber machen. Da muss man die Statistiken anschauen, was es für Todesfälle gibt. Es gibt Todesfälle, klar, immer. Aber ich kann mich noch erinnern, die Eltern im Raum hier wissen das, wir früher fuhren Auto und wir saßen hinten ohne Gurt, nichts. War so, heute ist es streng verboten, alle angegurtet. Oder wir sind Ski gefahren, ohne Helm, bang, runtergefahren. Ich sage nicht, dass das klug war, aber wir haben es halt gemacht. Ohne Helm, Snowboard, alles ohne. Heute fahren wir alle mit. Ich fahre auch mit. Aber einfach, was ist eine Gesellschaft, die auf Sicherheit sucht? Was passiert mit der? Das ist sehr interessant. Jetzt die WHO, dritter Punkt, ist in der Schweiz, darum interessiert mich das. Die hat die Definition geändert, was eine Pandemie ist. Das ist sehr wichtig, das zu verstehen. 2009 wurden 2 wesentliche Punkte der Pandemie-Definition gestrichen, und zwar die Toten und die Erkrankten. Und das ist krass. Früher war eine enorme Anzahl von Todesfällen und Erkrankten in mehreren Staaten die Bedingung, dass eine Pandemie ausgerufen werden kann. Und seit 2009 ist das nicht mehr so. Nun reicht es, dass sich der Erreger, der Virus, schnell in mehreren Regionen der Welt ausbreitet. Das ist natürlich bei Corona der Fall. Er verbreitet sich schnell. Ob viele sterben oder erkranken, ist kein Kriterium mehr für eine Pandemie. Also 11. Juni 2009 rief dann Margaret Chan, die Chefin der WHO, wegen der Schweinegrippe eine globale Pandemie aus. Und das können Sie nachhören in dem sehr guten Video Profiteure der Angst auf YouTube zu filmen. Das ist eine 8. Dokumentation von 2009. Jetzt, das ist schon 11 Jahre her, die meisten haben es damals nicht mitbekommen, ich auch nicht. Okay? Ich habe das 2009 nicht mitbekommen, dass die WHO die Definition von Pandemie geändert hat. Und das sich mal klar zu machen, bedeutet ja eigentlich, man hat das System viel feiner eingestellt, sodass es schon viel früher Alarm gibt. Verstehen Sie? Das hat man gemacht. Und es gab damals schon Menschen, die das kritisiert haben. Zum Beispiel Professor Harald Schweim, auch im Arte-Film zu sehen. Ich glaube, dass die WHO einen Fehler gemacht hat, das so zu ändern. Weil in der Bevölkerung das Wort Pandemie dicht an dem Wort Panik dran ist. Und genau dies auslöst. Es wäre besser, den Schweregrad einzubeziehen. Was jetzt geschieht, ist völlig überzogen. Ich finde, der Mann hat recht. Ich finde es sehr, sehr interessant, das jetzt zu hören und sich daran zu erinnern. Sofort kauften damals, vor 11 Jahren, alle Staaten Impfstoffe wie Tamiflu von der Schweizer Firma Roche gegen die Schweinegrippe H1N1. Und die Pharmakritikerin Elena Paska sagt, wenn die WHO die Kriterien nicht verändert hätte, welches ihr erlaubten, eine Pandemie auszurufen, wäre Kommerz in diesem Ausmaß nicht möglich gewesen. Das heißt, diese Zusammenhänge zu sehen und zu verstehen, ist gerade heute wichtig. Damit möchte ich nicht sagen, dass die WHO das nicht darf. Sie darf die Pandemiedefinition verändern. Aber wenn ich die Todesdefinition, zum Beispiel Tote im Irakkrieg, wenn ich die verändere, kann ich natürlich mit den Zahlen auch jonglieren. Ich könnte zum Beispiel sagen, im Irakkrieg offiziell 1 Million Tote, ab 2003 Einmarsch der USA. Ich könnte sagen, ab jetzt zähle ich alle, die im Irak sterben, ab 2003, weil die sind ja während dem Krieg gestorben. Könnte ich ja machen. Jemand fällt vom Hausdach, Genickbruch, gestorben, Kriegstoter. Weil während dem Krieg im Irak gestorben. Also Sie können natürlich, wenn Sie die Definition in der Hand haben, alles machen. Das müssen Sie verstehen. Die Definition ist das Instrument für den Verstand, um überhaupt Zugriff auf die Daten zu bekommen. Das ist kein Detail. Leute sagen, ja, aber die Definition, was regst du dich auf? Ich reg mich nicht auf. Ich sage nur, man muss es verstehen. Und die WHO ist auch nicht mehr einfach ein unabhängiges Institut, sondern wird über Bill Gates kofinanziert. 700 Millionen Dollar, schrieben die Nachdenkseiten. Das ist jetzt für die Bill & Melinda Gates Foundation noch nicht so schwierig, das zu bezahlen, weil die haben 40 Milliarden Dollar. Das ist das Budget dieser Institution. Und wenn Sie an Ostern ferngeschaut haben, hoffentlich haben Sie es nicht gemacht, man sollte gar nicht so viel fernschauen, aber wenn Sie es trotzdem gemacht haben, dann haben Sie gesehen, dass Bill Gates dort sagt, er wolle 7 Milliarden Menschen impfen. Das sagt er am Ostersonntag. Und das hat natürlich in den USA eine intensive Debatte ausgelöst. Und ich habe ein genaues Auge natürlich auf die USA, dass die Leute sagen, ja, was jetzt? Es werden alle geimpft und
dann heißt es, Bill Gates ist evil. Das heißt, diese Diskussion ist am Laufen in den USA. Ich sage wirklich, das sind provisorische Beobachtungen, die ich jetzt mache. Aber das ist eine Demonstration im April 2020. Das geht weiter. Ich schaue mir die Plakate an. In Pennsylvania haben die Leute gegen Zwangsimpfung demonstriert, we do not consent to tyranny or forced vaccines. Also wir wollen keine Tyrannei und wir wollen keine Impfung, die uns obligatorisch aufgedrängt wird. My body, my choice. Ja. Ja. Und da muss ich sagen, das ist auch meine Position, also freie Impfentscheidung, ja, da bin ich, dieser Meinung bin ich, ja, weil ich finde, das ist unser Körper, jeder hat seinen Körper und soll selber entscheiden, ob er geimpft werden möchte oder nicht. Und diese Diskussion, die fängt erst an, wissen Sie, wir sind jetzt September 2020, ich spreche gerne in 5 Jahren wieder in Düsseldorf, dann sind wir in einer anderen Situation. Aber das ist eine Diskussion, die ich sehe, viele andere sehen sie auch. Und wenn die Leute mich dann fragen, ja, was haben denn die Frauen hier, da gibt Gates keine Chance, dann sage ich, das erklärt sich dadurch, dass sie glauben, dass Bill Gates über die WHO und sein Willen, alle zu impfen, ein Zwangssystem errichten will, das die Freiheit untergräbt. Und das muss man zuerst verstehen, was sie überhaupt denken. Weil die Leute, die demonstrieren, werden einfach runtergebügelt als Covidioten und das geht auch nicht. Okay? Die gehören zur Menschheitsfamilie, sie haben das Recht, sich zu äußern. In jeder Demokratie hat man das Recht zu demonstrieren, Black Lives Matter, was auch immer ihr Thema ist. Das ist ein demokratisches Recht. Ja. Und natürlich werde ich noch in den nächsten Jahren viel, viel darüber nachdenken, was Corona ist, was es nicht ist und was wir überhaupt, wie wir damit umgehen werden. Und da ist die Frage, was ist ein Corona-Tod? Und natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Lothar Wieler, das ist der Präsident des Deutschen Robert-Koch-Instituts, das hier also in Deutschland die Zahlen aufbearbeitet, sagt, bei uns gilt als Corona-Todesfall jemand, bei dem eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen wurde, sagt er am 20. März. Jetzt, wenn man das so hört, denkt man, ja, saubere Definition. Aber wenn man nochmal darüber nachdenkt, kommt man zu einem Punkt, der ziemlich erschütternd ist, weil ein Corona-Toter, das ist sicher, der ist tot. Okay, das ist das Erste. Das Zweite ist aber, dass bei ihm auch der Virus nachgewiesen wurde. Das ist auch sicher. Ich bräuchte aber für eine saubere Definition noch eine Kausalität. Und die Kausalität müsste sein, dass der Virus den Tod verursacht hat. Und die ist nicht drin. Sehen Sie, die Kausalität ist in der Definition nicht drin. Und wieder ist es Sucharit Bhakti, der mir das gelehrt hat, vielleicht Ihnen auch. Er sagt, wann ist man ein Corona-Toter? Wenn man eintaucht, hat man eine schnelle Lernkurve. Was ist ein Corona-Toter? Ist meine Diagnose positiv und ich springe vor Schreck vom Balkon, bin ich ein Corona-Toter? Verstehen Sie das? Es ist so. Weil Sie haben den Test, dann haben Sie ja den Virus in sich. Sie sind aber noch gesund. Aber irgendwie erschreckt Sie die ganze Sache, dass Sie aus dem Fenster springen. Dann wirkt die Gravitation. Und die ist für Ihren Tod zuständig, wenn Sie genügend hoch sind. Wenn die Praxis im Erdgeschoss ist, haben Sie Glück. Aber wenn Sie aus dem 10. Stock springen, dann ist nicht der Virus kausal verantwortlich für Ihren Tod, sondern die Fallhöhe. Und das darf man nicht vermischen. Das gilt auch für einen Schlaganfall. Ja, aber ein Schlaganfall, wenn Sie den haben ohne Coronavirus, kann auch sehr tödlich sein. In Belgien, und das finde ich jetzt interessant, wurden nicht nur alle Verstorbenen mitgezählt, welche auf Covid-19 positiv getestet wurden, sondern sogar all jene, bei denen auch nur ein Verdacht bestand. Das heißt, in Altersheimen hat man die Toten zu den Corona-Toten gezählt, ohne den Covid-Test zu machen. Also ich finde, das ist nicht sauber gearbeitet. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, wir sind mittendrin, es ist unklar. Ich lese und lese und lese und einer, den ich spannend finde, ist Klaus Püschel, ein Professor Rechtsmediziner und er hat in Hamburg im April das publiziert. Er sagt, er hat Leute untersucht, die tot waren und die als Corona-Tote gelten.
Er hat gesagt, kein einziger nicht vorerkrankter Mensch ist an dem Virus gestorben. Alle, die wir bisher untersucht haben, hatten Krebs, eine chronische Lungenerkrankung, waren starke Raucher oder schwer fettleibig, litten an Diabetes oder hatten eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Dieses Virus beeinflusst in einer völlig überzogenen Weise unser Leben. Das steht in keinem Verhältnis zu der Gefahr, die vom Virus ausgeht. Jetzt. Ja. Das heißt, ich nehme das einfach zur Kenntnis. Ich bin kein Arzt, okay? Ich bin Historiker. Ich kann einfach lesen, so wie Sie. Ich kann nachdenken. Ich traue mir das auch zu, dass ich selber denken kann. Ich brauche keinen Kanzler oder eine Kanzlerin, die mich an der Hand nimmt. Ja? Ja? Und das sind Beobachtungen, die eben vorläufig sind. Das heißt, man muss Herrn Püschel wieder fragen in 6 Monaten. Man muss ihn nochmal fragen in 6 Monaten. Man muss zurückkommen und sagen, hat sich Ihre Einschätzung verändert? Wie beurteilen Sie die Lage jetzt? Wie vergleichen Sie die Zahlen mit China? Was halten Sie von Schweden? Hat Spanien den richtigen Weg gemacht? All diese Fragen werden wir Historiker irgendwann stellen müssen. Aber jetzt sind wir am Organisieren und wir fragen natürlich auch, wer stirbt denn in den USA? Gibt es da auch diese Vermischung der Kausalität? Und wir haben Indizien, dass es diese Vermischung gibt. Die Annie Bukacek aus Montana sagt, es wird enormer Druck auf die Ärzte ausgeübt in den USA, Corona als Todesursache anzugeben. Man hört, sie sagt, man hört, ja, das ist jetzt auch nur Hören sagen, von Menschen, die an Schusswunden oder Autounfällen starben, aber trotzdem als Corona-Tote ausgewiesen wurden. Kliniken und Krankenhäuser erhalten $13.000 zusätzlich pro Covid-19-Patient und $39.000 für Patienten, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden. Jetzt müssen Sie verstehen, wenn Sie eine Klinik haben und Sie haben einen Patient aus der Unterschicht, ja, der hat eh kein Geld, dann können Sie ein Kreuz machen und dann bekommen Sie Geld. Aber das macht für die Historiker die Sache ziemlich mühsam. Verstehen Sie das? Wir sind mittendrin in einem komplizierten Gewebe von Zahlen, wo man das Gefühl hat, es ist klar. Und wenn man genauer hinschaut, merkt man, es ist nicht klar. Dann weiß man noch nicht, was Sache ist, man weiß nur, es ist nicht klar. Und das wollte ich transparent machen. Ich habe dann vor allem die Schweiz angeschaut, weil die Schweiz kenne ich gut. Und da haben wir einfach in der Gruppe zwischen 0 und 30 Jahren nur einen Todesfall. Nur einen. Und das finde ich verrückt. Also ich habe noch nie so etwas erlebt, wie alle Vorträge abgesagt, Kinder nicht in die Schule, Maskenpflicht in den Zügen und alles. Und dann haben wir einen Toten zwischen 0 und 30. Und der Altersmedian in der Schweiz, der Verstorbenen, liegt bei 84 Jahren. Und das ist aber die Lebenserwartung in der Schweiz. Aber da fange ich an zu denken. Ich sage nicht, diese Zahlen stimmen nicht. Ich sage nur, als Historiker muss ich das anschauen. Und dann auch wieder diese Komorbidität, das heißt mehrere kausale Ursachen. 97% litten an einer oder mehreren Vorerkrankungen. Die drei häufigsten waren Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Nur 3% der Corona-Toten in der Schweiz hatten keine Vorerkrankung. Und das ist, natürlich kann jetzt jemand sagen, ja, aber wenn ich jetzt Diabetes habe und an Corona sterbe, ist das doch gefährlich. Also muss man doch etwas machen. Aber da muss ich Ihnen sagen, das ist in einem Staat immer ein Abwägen. Immer ein Abwägen. Weil natürlich jemand, der in einem Autounfall stirbt, da muss man auch etwas machen. Jemand, der vertrinkt in einem Fluss, da muss man auch etwas machen. Und jemand, der Heroin nimmt und dann Heroin stimmt, da muss man auch etwas machen. Überhaupt, man muss irgendwie überall etwas machen, wenn man alle retten will. Okay? Aber da muss der Politiker abwägen und sagen, was können wir machen und wie viel Freiheit braucht das Volk? Und ich finde, das Volk braucht viel Freiheit, wenn ich das anschaue. Wir haben 2000 Tote rund in der Schweiz. Und die meisten sind in der Altersgruppe über 80 Jahre und die zweitgrößte Gruppe ist über 70. Ich habe sogar meiner Mutter gesagt, sie ist über 70, ich habe gesagt, Mama, ich sehe das Problem nicht. Es sterben die Alten und die alten Menschen dürfen doch gehen. Man darf doch gehen am Schluss des Lebens. Und sie hat gesagt, ich sehe es gleich, aber diese Diskussion ist sehr sensibel. Man muss sie mit viel Mitgefühl führen, weil alle, die sterben, gehören zur Menschheitsfamilie. Aber auch alle, die unter den Maßnahmen zum Beispiel ihr Geschäft verlieren und Konkurs gehen oder Selbstmorde zu beklagen haben, weil sie in großer Angst oder nicht mehr schlafen können oder es gibt verschiedene andere Faktoren. Und das, der Historiker interessiert sich dann immer fürs Gesamtpaket.
Mich interessiert ja nicht nur WTC 7, sondern auch Afghanistan. Wir sind Spezialisten für die Vernetzung. Und nur auf eine Zahl zu starren, über das alles zu managen, halte ich für falsch. Letzter Punkt. Für mich ist eigentlich, auch als Familienvater, meine Kinder sind 11 und 14 Jahre alt, war es immer sehr wichtig zu sehen, stirbt jemand in der Altersgruppe meiner Kinder. Das habe ich immer angeschaut. Nix. Das war einfach nichts. Und dann wollte ich herausfinden, wie viele der Infizierten sterben denn. Also von denen, die nicht infiziert sind, die sterben nicht. Also nicht an Corona, auf jeden Fall. Von den Infizierten stirbt nur ein kleiner Teil. Und das nennt man die Letalität. Das ist ein wichtiger Ausdruck, den man eigentlich sonst nicht alle Tage antrifft. Aber was ist die Letalität von Corona? Das ist entscheidend. Und hier habe ich die Arbeit von Hendrik Schreck, finde ich sehr interessant. Er sagt, unsere Ergebnisse erlauben eine recht gute Abschätzung der Letalität in der Größenordnung von 0,37%. Und das bezieht sich jetzt auf die Gesamtzahl der Infizierten. Das heißt, es ist nicht so, dass die Hälfte der positiv Getesteten stirbt. Okay? Es ist auch nicht so, dass ein Viertel stirbt oder 10%. Nein, nicht einmal 1% stirbt, sondern 0,37%. Und ich meine das nicht herzlos, wenn ich sage, das ist wenig, sondern ich sage es im Verhältnis. Im Verhältnis ist das wenig. Die Letalität ist nicht sehr hoch. Ja? Bei Tollwut ist die Letalität, wenn Sie das haben, sind Sie tot. 100%. Bei Covid ist es 0,37. Und Ulrich Keil, Sie haben wirklich gute Professoren hier in Deutschland vom Institut für Epidemiologie der Uni Münster, sagt, mittlerweile haben wir verlässliche Daten darüber, dass die Corona-Pandemie, die es gibt, es ist nicht eine Erfindung, sondern die gibt es, nicht so gefährlich wie ursprünglich angenommen. Und wissen Sie, das ist eine gute Nachricht. Das sollte die Angst lösen, die vielleicht hier sitzt oder hier, die sitzt im Körper blockiert, lösen Sie sie. Viele Studien zeigen, dass die Infection Fatality Rate, IFR, der Anteil der Todesfälle an allen Corona-Infektionen im Bereich von 0,1 bis 0,3% liegt, also dem einer normalen Grippe. Die IFR-Zahlen sind deutlich geringer als vom RKI und der WHO angegeben, das ist 10. August, genau einen Monat lang. WHO hat am Anfang von IFR-Zahlen von 4% gesprochen und wenn Sie ein bisschen Mathematik können, mit 4% haben Sie Millionen Tote. Okay? Bei 0,3% ist es viel weniger. Also diese IFR, Infection Fatality Rate, ist natürlich eine Zahl, die mich sehr interessiert, vor allem, weil ich ja dann wieder beobachte, was in der Welt passiert und da passieren Dinge, die mir im Herz weh machen. Ich habe das gesehen. Okay? Hier werden in Frankreich im Mai 4-jährige Kinder durch gemalte Boxen isoliert. Die dürfen sich nicht berühren. Die Kinder haben doch keine Ahnung, was dieser Virus ist. Aber die Betreuer wurden in die Angst geschickt, okay? Mit Bildern und mit Regierungsgeschichten eigentlich. Und da gehen wir in die Gefahr rein, dass wir ganze Generationen traumatisieren. Das sollten wir nicht tun. Das sind unsere Kinder, das ist die Zukunft. Und man sollte Kinder nicht voneinander isolieren und dem Kind sagen, pass auf, dieses Kind ist gefährlich, du darfst es nicht berühren. Weil das wird gesagt. So erklärt man den Virus den Kindern. Aber die Zahlen geben das überhaupt nicht her. Die Infection Fatality Rate ist 0,1 bis 0,3. Und unter den Kindern haben wir keine Toten. Aber das weiß vielleicht die Betreuerin nicht. Und vielleicht weiß es auch nicht der Stadtpräsident, der die Regel geschrieben hat. Also wir sind ziemlich im Chaos. Okay? Ich weiß nicht genau, was läuft, aber ich werde gerne in 2-3 Jahren nochmal darüber sprechen. Ein Mann, den ich sehr gut fand in den USA, ist John Ioannidis. Er hat auch zu dieser Infection Fatality Rate gesprochen. Er sagt, die Letalität von Covid-19 liege im Bereich der saisonalen Grippe. Und das finde ich spannend. Er warnt vor einem Jahrhundert-Evidenz-Fiasko. Das heißt einfach, wenn man richtig falsch liegt. Die Abriegelung der Welt sei völlig irrational, sagt er am 17. März 2020. Und sagt, das wäre, als wenn ein Elefant von einer Hauskatze angegriffen würde. Genervt und weil er der Katze ausweichen will, springt der Elefant versehentlich von der Klippe und stirbt. Und das ist ein Managementfehler. Okay? Also wenn die Reaktion auf etwas, das man als sehr gefährlich einstuft, viel mehr Schaden anrichtet, als eigentlich, wenn man gar nichts gemacht hätte. Das ist die Frage. Und das wird die Historiker noch lange beschäftigen. Ich kann es Ihnen nicht abschließend erklären, was jetzt mit Corona passiert. Ich kann nur so viel sagen, es gibt diesen Virus. Ja, es gibt ihn. Ja, es sterben Menschen an diesem Virus. Versuchen Sie nicht nur Bilder anzuschauen,
versuchen Sie zu schauen, wie viele Tote gibt es pro Land. Unterscheiden Sie mit und an Corona gestorben. Schauen Sie auf die Auslastung der Spitäler und schauen Sie, was die positiv Getesteten sind. Und bringen Sie die Dinge nicht durcheinander und beruhigen Sie sich selber. Beruhigen Sie sich selber. Wir haben eigentlich im Moment die gute Nachricht, dass es nicht so gefährlich ist, wie im März gedacht. Und das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Aber wenn Sie mit jemandem sprechen, der sehr in der Angst ist, können Sie ihm nicht einfach die Zahlen um den Kopf schlagen. Wenn jemand in der Angst ist, ist er in der Angst. Und das ist seine Realität. Und bei 9/11 war die Angst Terrorismus. Wenn man dann gesagt hat, hör zu, nicht alle Muslime sind Terroristen und 9/11 ist nicht geklärt, da habe ich 1000 Diskussionen geführt, das bringt nichts. Die Angst ist die Angst. Wenn aber jemand sagt, du, was weißt du darüber, kannst du mir etwas da erzählen, dann sprechen sie. Das funktioniert. Okay? Ansonsten einatmen, ausatmen und wie gesagt, es sind vorläufige Beobachtungen, in 5 Jahren weiß ich mehr. Vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank.